Hallo Fotofreunde und willkommen zur App der Woche, wie immer mit Martin und mir, natürlich dem Tobi. Wir stellen uns heute die Papierkamera-App vor. Martin, was genau ist dann die Papierkamera-App? Ich habe dir etwas Wunderbares mitgemacht, Tobi, und zwar die Papierkamera. Ja, mit der Papierkamera, wie ihr schon hört oder wie man sich's denken kann, spielt auch mit Filtern gespielt. Und zwar ist das Ganze in Comic-Grafik dann. Zeichnet sich vor allem natürlich, du musst jetzt wieder herhalten, aber bist ja auch vor der Kamera, mit eben Porträts oder eben stilistischen Sachen, wie zum Beispiel diesen wunderschönen beiden roten Stühlen aus. Sessel. Das sind Stühle. Ja, Stühle, okay. Die wir in Sessel. Nein. Und da kann man wunderbare Filter auswählen, wenn man das Ganze, wenn man das Foto machen will und es noch nicht ganz passt. Dann muss man hier nochmal den Kontrast einstellen oder kann man den Kontrast einstellen und eine Menge Einstellungen vornehmen. Wenn man hier oben auf den Button geht, seht ihr, da kommt noch mehr. Und die Kamera ist eigentlich jetzt die umfangreichste für den Bereich, wenn man jetzt irgendwelche stilistischen Bilder machen will, vor allem jetzt in so Comic-Grafik oder so gezeichneter Grafik, bietet sich das wunderbar an und da gibt es wirklich eine Menge Filter, die man auswählen kann, eben auch so coole Neon-Effekte, wo Tobi ganz cool abgezeichnet wird. Man sieht nur noch seine Matte und seine Umrisse. Und wie gesagt, man kann hier eine Menge einstellen, wie zum Beispiel, wie stark die Kanten sein sollen, wie stark das Bild gesättigt sein soll. Und eben diese ganzen Geschichten lassen sich dann hier wunderbar einstellen. Und wenn ihr das Bild gemacht habt, wir machen einfach mal ein Bild jetzt mit dieser wunderbaren, genau, oh ja, wie zwei Touristen. Wenn ihr das Bild gemacht habt, dann kann man das auch direkt teilen oder direkt das nächste schießen. Und genau, was ich finde, die App zeichnet sich vor allem durch die einfache Bedienbarkeit aus und vor allem durch die Grafik, also lässt sich nicht viel einstellen, wenn man hier mal geht. Frontkamera-Vorschau invertieren oder die Rückkamera-Vorschau invertieren kann man hier oder die Videoqualität einstellen. Ansonsten lässt sich hier nicht viel mehr einstellen. Und die App zeichnet sich, wie ich finde, durch ein einfaches Interface aus. Und mit dem man aber trotzdem schnell viel eingestellt hat und großartige Bilder nach dem eigenen Geschmack machen kann. Da gibt es auch so eine coole Geschichten, wie zum Beispiel hier dieses, die Dot-Geschichte, die so ein bisschen an so eine Comic-Zeitschrift, die man vergrößert, erinnert oder ein bisschen näher anschaut. Und deswegen hier heute die Foto-App der Woche und auch, weil sie für iOS und für Android-Smartphones verfügbar ist, ist auch wie die letzte Foto-App der Woche kostenpflichtig, kostet auch irgendwas zwischen 1 und 3 Euro. Den Preis könnt ihr euch aussuchen oder auch nicht. Findet ihr im Play Store und im iTunes Store und natürlich auch unten in der Videobeschreibung oder auch auf unserer Seite, die sich dann nennt giga.de/foto. Und auf der anderen Seite, meine Seite heißt ein bisschen anders, aber mal davon. Aber jetzt will ich einen langen Monolog halten, vielleicht hast du noch Fragen. Nee, du hast alle Fragen, die ich gerade noch hätte stellen wollen, zum Ende hin beantwortet. Dann haben wir wieder mal eine wunderschöne Foto-App der Woche vorgestellt mit einem langen Monolog. Hier die Paper Camera oder auf Deutsch als Papierkamera in dem Play Store zu finden, im iTunes Store glaube ich auch auf Deutsch. Und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns gleich von euch, indem wir euch sagen, was für tolle Videos wir noch für euch bereithalten. Wie Martin natürlich schon erwähnt hat, eine coole App, mit der man geile bzw. tolle Comic-Bilder machen kann. Das Ganze gibt es natürlich für die iOS- und Android-Smartphone-Geräte. Kostet natürlich ein wenig Geld. Trotz alledem sollte man sich, wenn man natürlich Bock auf diese App hat, diese App zulegen. Wenn euch diese App gefallen hat, bzw. wenn ihr diese App habt, wie gefällt sie euch? Benutzt ihr sie überhaupt? Das könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren dalassen und wenn euch das Video gefallen hat, bevor ich das jetzt sage, wollte ich natürlich noch erwähnen, hier unten gibt es das Video zur letzten App der Woche und hier unten gibt es einen Do-It-Yourself-Tipp von Pat mit Mike hinter der Kamera, wie sonst eigentlich auch. Angucken, anschauen lohnt sich definitiv und natürlich jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen nach oben geben, das wäre ganz nice. Hier unten gibt es den Abonnier-Button zwischen den Videos. Dann natürlich links und rechts wie immer die anderen Giga-Kanäle oder aber auch unsere Twitter und anderen Social-Media-Kanäle von GigaFoto. Und alles weitere bzw. alles andere gibt es dann unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!